Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, jahrelang kein Fallout 4 mehr gespielt. Ich habe bei Steam eine Spielzeit von 43 Stunden. Und ich habe es jetzt wieder gestartet, weil ich habe jetzt den Season Pass bekommen. Also ich habe ihn mir gekauft im Internet für 7 Euro. Ja, und da wollen wir doch mal sehen, was uns hier alles noch bevorsteht. Ganz von vorne werden wir, wie gesagt, nicht mehr anfangen, weil ich möchte ja auch noch Errungenschaften freischalten. In diesem DLC gibt's auf jeden Fall, das weiß ich, einen speziellen DLC, wo man viele Batterien für diesen Kampfanzug hier bekommt. 24 haben wir aktuell. Und da braucht man immer sehr viele von, weil so sind wir eben viel besser, ne? Wenn du geschützt. Blick sie ruhig um. Wir machen genau, und ich spiele aber auch im leichtesten Schwierigkeitsgrad. Einfach die Story genießen. Ja, und was ich euch nicht zeigen kann, ist der Status. Musste ich gerade das Let's Play auch abbrechen, weil da ist mein echter Name drin. Ich weiß nicht, wie man den ändert oder ändern kann. Also ich kann euch jetzt immer das hier zeigen, alles. Und das, aber nicht den Status. Gut. Ja. Wollen wir doch mal sehen. Wir sind hier, ich spiele in 4K. Das ist jetzt ein Test. Also ich habe alles auf Extrem. Auf 4K und habe durchgehend 60 Bilder momentan auf jeden Fall. Ich habe einen Intel i5. 4690K, leider 8 GB RAM nur. Und das Einzige, was ich in dem Rechner ausgetauscht habe in 5 Jahren, ist die Grafikkarte von einer 960er auf eine 1080er. Mhm. So, dann wollen wir mal sehen. Ich muss natürlich erstmal wieder reinkommen. Den Mastpark-Tunnel, ne, das wollen wir jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, wie man jetzt auf die DLCs zugreifen kann, wie das alles funktioniert. Da muss man wohl erstmal einen Questgeber finden. Das Notsignal auf Karte anzeigen. Das weiß ich natürlich nicht. Ups. Da unten. Da müssen wir wohl hin. Moment. Ich muss mich natürlich erstmal reinfinden. Noch nicht entdeckt. Das kostet jetzt, glaube ich, wenn ich habe ein gutes Langzeitgedächtnis, wenn wir jetzt schnell reisen, verbraucht das den Akku. Ihr könnt euch ja mal merken, hier unten Chor und dann, wo das der rote Pfeil ist, bei dem 24, ob das zurückgeht. Ja, und ich zeichne jetzt nicht in 4K auf, sondern nur in 1080p mit 60 Bildern. Weil für mich, dann kann ich in 4K zocken und euch eben kleinere Dateien und schneller das Video hochladen. 4K, bis das bereitgestellt wird, dauert sowieso eine Ewigkeit. Das ist eher das Problem. Ich könnte auch größere Dateien hochladen. Ich habe eine ziemlich schnelle Internetleitung. Aber es wird erst in 360p, ich mache das immer auf nicht gelistet, und wenn es denn in 1080p bereit ist, dann gebe ich das auch erst frei. So, der Chor hat sich, glaube ich, nicht geändert. So, hier haben wir natürlich unsere Wegverfolgung. Ich glaube, wir müssen außen rum. Da waren wir noch gar nicht, ne? Ja, hier wird schon wieder rumgeballert. Kommt man da durch?
Ja. Hier wollen wir aber nicht rein. Was war denn? Nö. Na? Oben ist einer. Komm schon her, du Wichser! Da draußen, wir sind voll nicht allein. Das ist mich Arsch. Hey! Ach, das ist unser Kollege. Oh, das ist gefährlich. Sehr gefährlich. Okay, mit dem Anzug nicht. Da unten müssen wir auch hin, ja. Ich glaube, springen. Fusionszelle? Ach nee, das ist für... Jetzt nicht mehr viel. Halt! So. Scheiße. Da gehen wir einfach hier durch. Ja, eigentlich, manche, die looten immer alles. Ja, aber man... Irgendwann ist man auch überladen. Ich hab das schon 100-mal gemacht. Glaubst du, mal sehen, dass wir da hinkommen. Oh! Das ist ein legendärer... Das können wir mitnehmen. Ach, ist ja schon wieder überladen. Man kann... Moment. Ja, die Mine, die ist wertvoll. Erstmal gucken. 373, 72. Die Mollys benutze ich meistens sowieso nicht. Och man, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Ha, ich hab den Arsch gefunden. Ich drücke immer auf den Knopf, weil normalerweise ist auf B, dass man immer wieder aus dem Menü rauskommt. Aber bei Fallout ist das natürlich anders. So. Hier war irgendwie noch so ein Dicker. Genau. Kniekracher Flammenwerfer. Ja, aber der ist bestimmt super schwer. Verdammt nochmal, ja. Geil. Das kann man sich natürlich auch alles angucken. Das ist unser erster Flammenwerfer. Ranzoomen. Ja, das ist schon genial. Dass ich das so genau angucken kann. Da mache ich auch einen Screenshot. Aber erstmal ein bisschen raus wieder. So. So. Oh, der ist auch sehr wertvoll. Einen Moment, meine lieben Freunde. Ich mache nochmal, wie gehabt, eine Fluppe. Ja, es gibt ja auch den neuen Fallout-Teil. Den habe ich schon sehr lange, ich habe auch schon angezockt, müsste auf meinem Kanal auch schon Videos geben davon von früher. Ja,
Den habe ich durch den Microsoft Game Pass Ultimate für 12 Euro im Monat. Aber da bräuchte man eigentlich auch DLCs. Dann hat man da auch echte... Wie kommt man denn jetzt da raus? Nehmen, ne? So, ja. Das hat gar nichts gewogen. Anscheinend. Brennstoff brauchen wir natürlich. So. So, und jetzt müssen wir das Notsignal absenden, ne? Oder? Ach, wir sind überladen. Das ist auf Dauer immer ätzend. Jetzt müssen wir sowieso mal was loswerden. Was ist das? Präzision schützen. Können wir ver... Wie viel ist das? 5 Kilo? Sag einfach mal Kilo. So, ablegen. Bittergranaten. Ja, am besten gleich alle. So, da haben wir schon fast geschafft. Leuchtpistole. Pff, die ist ja... So. Da sind wir schon. Ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Kommt natürlich drauf an, wann ihr das Video seht. Heute ist Freitag, wie gesagt. So. Was zum Teufel war das? Länger als die letzten überlebt. Das muss man ihn lassen. Komm schon her, du Wichser! Immer Trolle hausen lieber unter Brücken als in Tunneln. Ich glaube, das war jetzt... Ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht. Man muss natürlich irgendwann Heals, dann haben wir ganz links, das auch wieder reparieren. Aber ich muss sowieso erstmal in das Spiel reinkommen wieder. Habe ich aber auf jeden Fall Bock drauf, sonst hätte ich mir den Season Pass nicht geholt. War's, ne? Ja. Und darin haben wir... Hey, sieh dir das an! Ah, tut da immer rauf! Müssen wir sehen, ich glaube, wie man das sonst immer... Und 4K, hier wird die Grafik dann schon besser, wenn es hell wird. Wenn ihr es in 4K unbedingt sehen wollt, ich meine, ihr müsst ja natürlich auch einen 4K-Fernseher oder einen 4K-Monitor haben. Dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ey! Das... Eigentlich ist es zu einfach. Man muss gar nichts drücken, da kommt man einfach so raus. Wie wär's, wenn wir uns später ein schönes Feuer suchen und diese Klamotten reinwerfen? Ja, das wäre wohl angebracht. Der ganzen Scheiße hier. Was hat der etwa... Den müssen wir töten. Das wird jetzt zwar rot angezeigt. Der da. Ja, da haben wir was abgeschlossen. Das war noch ein Ziel. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Strahlt, ne?
Aber René, Radioaktivität wird nicht angezeigt. Bestrahltes Blut nehmen wir natürlich mit, die Blechdose auch. So. Ich glaube, das Symbol, was er da anzeigt, das müsste eine Tür sein. So. Was machst du denn da? Jetzt machst du gar nichts mehr. Schraubendreher, nicht Zieher. Das heißt nicht Schraubenzieher. In der Fachsprache heißt das Schraubendreher. Weil der zieht ja nicht die Schraube, ist ja keine Zange, der dreht die Schraube hier raus. Ah, Einsteiger. Ja, das mag ich hier lieber als andere Schlösser knacken. Hm. Hier ist es eigentlich ziemlich, obwohl bei Skyrim... Braucht man nur Geduld. Ah, okay. Mal ein bisschen nach rechts. Kann die falsche Richtung sein. Ah, das ist die richtige Richtung. Ja, noch ein ganz kleines Stück. So. Das sollte passen. Ja. Geschafft. Cool. Fusionszelle. Es kann sein, dass das für den Anzug ist, das weiß ich aber nicht. Ich glaube, es ist eher Munition. Ah ja. Plasmakartusche nehmen wir auch mit, Rattengift auch. Wie viel liegt das? 3,2. Was ist denn das? Oh, eine neue Waffe. Die sollte man eigentlich immer aufsammeln. Das können wir uns ja sogar anschauen. Das lassen wir. Hier ist nichts gemacht. Mhm. So. Transfer. Ein ganz bisschen radioaktiv ist das hier. Nö, das machen wir anders. Wie viel haben wir jetzt? 8. So eine Impulsgranate. Na gut. Mächtig. Ja, das sind jetzt natürlich alles Waffen, Kleidung. Kleidung, ne? So. Der macht was? Macht der Schadensresistenz? Manche machen ja auch Charisma und so. Die brauchen wir dann auch noch. Ach, das ist hier von unserem Kampf. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt hier, der dicke Klopper hier. Das ist ja schon die Kampfrüstung. Wie der andere heißt, weiß ich jetzt nicht. So, den könnten wir aber, glaube ich, wegpacken. Weil wir ihn nicht tragen. So, einen Moment. So. Das reicht natürlich noch nicht. Wir müssen Stärke pushen beim nächsten Mal. Es gibt natürlich auch Sachen, die, wo man die ganze Zeit länger tragen kann. In irgendeinem Drink oder so, ne? Ja, das ist alles sehr leicht. Diverses. Schrott. Na gut, Schrott kann man manchmal gebrauchen. Wiegt aber nicht viel. Diverses. Das sollte man nicht machen. Ich guck mal, was wiegt der denn? 3. Der macht, ach nee, da unten steht, der macht CHA, also Charisma macht er mehr. Das kann man denn... So, dann kann der aber weg. Das reicht ja schon wieder. Gut. Jetzt haben wir natürlich unser Ziel im Auge. Moment. Ja. Was ist hier los? Oh, machen wir das nochmal. Ach, ich dachte, das sind auch noch Gegner. Nee, nee. Ja, aber hier ist manchmal vielleicht noch eine Kiste oder so. Die kann man wahrscheinlich... Nee. Aber... Bei Fallout ist das ja so, da kann man so viel Sachen looten. Also ohne Ende.
So, hier kommen wir unserem Ziel näher. Geil, dass das in 4K auf Maximum. Das Spiel ist denn sehr grafikkartenlastig. Ah, wir steigen gleich ein Level auf. Hä? Ach so. Genau, speichern. Moment. Wunderbar. Kasse, ne? Ja. Kann man natürlich nehmen. Könnte dann an einem Ort wie dem hier. So, da sind wir. Also, ich habe mir heute mal bei der Post, die haben da jetzt einen neuen Shop, neue Hülsen gekauft. Die habe ich noch nie gehabt von Gizeh. Das sind die Gizeh Air Stream. Ich muss jetzt mal eine Palmalhülse nehmen. Air Stream, die ist weiß. Eine weiße Hülsenpackung mit Orange. Die soll eigentlich einen besseren Geschmack machen. Durch den Spezialfilter. Aber ich rauche auch viel schwarzen Tabak. Und wir sehen jetzt Palmal dagegen. In meinen Augen macht das keinen besseren Geschmack. Ach, jetzt steht das Pad wieder nicht. Ich weiß auch nicht, wenn ihr da eine Lösung habt. Weil früher habe ich das nie gehabt. Jetzt habe ich das bei fast jedem Spiel. Oh, jetzt geht's weiter. Fiese Kannibalen. Jawohl, Level up. Alter, das sieht hammer geil aus. Ach, der Kugel. Ach nee, das war eine Billardkugel. So, ganz neuen Ort entdeckt. Ach, Moment. Ja, das geht noch eine weiter. Wir können ja jederzeit speichern, weil ich muss nachher noch gewisse Sachen machen und wie gesagt, auch wegen den Nachbarn. Obwohl Freitag höre ich meistens Musik bis 23 Uhr. Maximal 23.15 Uhr. Dann mache ich die Musik aus. Aus Solidarität. So, hier ist nichts mehr. Hier müssen wir jetzt erstmal raus. Ah, sieht schon ultra aus. Jetzt wird es auch endlich schön hell. Massachusetts Turnpike. So, so hoch hier. Ja, aber der Chor, der hält noch ganz schön lange. Jetzt haben sie das auch geupdatet. Weil ich habe das Spiel ja bestimmt, ich weiß nicht, also 3 Jahre auf jeden Fall habe ich es nicht mehr gespielt. Und das hier? Auch eine leere Flasche. So, wir müssen wohl da hinten rüber. Da hinten die Brücke. Nochmal Gas geben. Ich habe Freunde bei mir bei Steam, die haben das Spiel bestimmt 300 Stunden gespielt oder so. Ich glaube, das hört auch gar nicht auf.
HP haben wir jetzt wieder mehr als vorher. Komischerweise. Ganz links der, die Anzeige. So, wie weit ist das jetzt noch weg? Ein Moment. Nee, das war er nicht. Warum wir so unten durch müssen, weiß ich nicht. Moment. Dafür wird das mechanische Bedrohung. Na, das ist abgeschlossen, deswegen hat er das jetzt aktiviert. Das ist wohl nirgendwo, ne? Gut, das, wie hieß das nochmal? Im Moment. Karawanen-Notsignal. Hier haben wir es. Dies ist ein Notruf. Unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann, dann bitte, sofort. Ada, setz diese Nachricht in eine Schleife. Ja, Sir. So, finde die Karawane. Das ist ein Notruf. Radio. Unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. Ach, schon wieder der Controller. Ja, sorry, meine lieben Freunde, aber es ist, dauert ja nicht lange. Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann, dann bitte sofort. Hm. Dann wollen wir mal sehen, wo die Karawane ist. Moment. Nee. Ah, jetzt weiß ich. Man ranzoomt. Gut, dann müssen wir das anders machen. Nehmen wir das erstmal raus. Das zeigt ja gar... Doch, das zeigt da an. Okay. Ja, das ist genauso wie bei Skyrim. Kann man ran und raus zoomen. So. Gut, Level up. Da müssen wir auch nochmal machen. Ja. Wir sind schon ziemlich weit. Ich glaube, das ist der letzte Stern, oder was? Ja. Wollen wir mal machen? So. Geht hier noch was? Können wir nichts mehr, ne? Müssen wir wohl wieder ein Level up haben. Wir hätten natürlich hier aber hier reingehen können. Alter, das ist ja noch so viel. Oh. Der Stärke haben wir aber volle Pulle. So, einen Moment. Aber mehr schleppen können wir nicht. 372. Gut. Die Karawane ist natürlich unter schwerem Beschuss. Die ballern da schon aus vollen Rohren. Ja, wünscht mir Glück. Ach so.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt auch speichern können. Ja. Oh, 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 oh. Alter! Komm her. Terminator hier oder was? Der macht nichts. So, hier gibt's aber abgeschlossen. Rede mit dem Roboter. Irgendwas Nützliches? Ja, wir haben ein bisschen Schaden erlitten. Also der linke Arm, wie ihr seht. Aber das kann man reparieren. Holoband. Lassen wir. Roboter-Reparatursatz. Reparierst du Roboter-Begleiter, die im Kampf außer Gefecht gesetzt wurden. Für die schnelle Verwendung kannst du sie als Favorit... Turing, so hieß er wohl, ne? Ach, Quatsch. Haben wir hier? Ja gut, ich kann mich bei sowas, das kann bei mir immer lange dauern, diese ganzen Sachen mit Looten und so. Verbranntes Hand, das braucht man nicht. Auch. Ah, schon wieder! Das muss ich mir immer abgewöhnen. Wenn ich es mir erstmal angewöhnt habe, ist natürlich ein Problem. Ja. Mechaniker, Schutzbrille. Müssen wir erstmal wieder so, leider. Das geht nicht anders. Warum wir es nicht mehr schleppen können? Ich habe ja die Stärke nochmal einmal gepusht. So, der Flammenwerfer ist extrem schwer, 16. Ja, die wollen wir aber behalten. Bin natürlich im Nahkampf momentan. Was ist das, Scharfschützen? 10mm Pistole. Die nehmen wir weg. Sorry, machen wir einfach so. Muss ja mal sein. Gut, aber ich will doch nicht zu lange auf die Folter spannen. Wir sprechen jetzt, einen Moment. Ach, wo diese Cores sind, ne? Das werde ich noch rausfinden. Gut, alles klar. Ada. Alles okay bei dir? Kein Ärger? Dein Glückstag? Dein Verlust tut mir leid. Mein Beileid. Mein Name ist Ada. Das war das dritte Mal, dass wir von solchen Robotern angegriffen wurden. Trotz der Verbesserungen an Waffen und Ortung, die Jackson durchgeführt hat, konnte ich sie nicht besiegen. Wer ist Jackson? Greifen euch sicher nicht grundlos an. Pech gehabt, erzähl mir etwas über Roboter. Erzähl mir von diesen Robotern. Sie streifen durch das Ödland und behaupten, für Ordnung zu sorgen. Wir haben sie gegen Raider kämpfen sehen, aber sie greifen auch Unschuldige an. Siedler, Kaufleute und Karawanen wie die unsere. Wir wussten, dass wir riskieren, noch mehr dieser Roboter zu begegnen, wenn wir im Commonwealth bleiben. Wären wir doch nur früher gegangen. Warum bleiben? Es ist nun mal geschehen. Den Preis bezahlt. Das... konntest du nicht wissen. Du konntest nicht wissen, dass so etwas passieren wird. Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs war hoch. Ich hätte unsere Abreise erzwingen sollen. Als Wiedergutmachung werde ich meine Freunde sühnen und diesen Robotern Einhalt gebieten. Es ist an der Zeit, die Quelle aufzuspüren und ihren Anführer zu stellen, den Mechanist. Okay. Ja,
ist der Mechanist? Meine einzigen Informationen stammen von den Augenbots. Die Falschen reden von Friede und Gerechtigkeit. Nur eins ist sicher. Diese Roboter bringen nichts als den Tod. Sie haben großes Engagement gezeigt, anderen zu helfen. Bitte helfen Sie mir, diesen Mechanist aufzuhalten. Als Gegenleistung kann ich Ihnen Baupläne für Ihre eigene Roboterwerkbank geben, damit Sie zusätzliche Ressourcen haben. Was ist eine Roboterwerkbank? Mit der Roboterwerkbank können Sie Ihre eigenen Roboter erbauen und modifizieren, sofern Sie genug Ressourcen haben. Geht mich nichts an. Ich mache es. Das erledige ich. Ich wünschte, ich hätte das nötige Stimmregister, um meine Dankbarkeit auszudrücken. Zuletzt haben wir eine Gruppe der Mechanist-Roboter bei der General Atomics Fabrik gesehen. Vielleicht finden Sie dort ja Informationen, die uns zum Mechanist führen. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich Ihnen folgen und helfen. Bist du sicher? Ein anderes Mal, nicht jetzt. Los geht's. Sicher, dass du dafür fit genug bist? Ja. Ich werde nicht ruhen, bis der Mechanist aufgehalten wurde. Los geht's. Gehen wir, Ada. Bei General Atomics gibt es wertvolle Dinge zu plündern. Wahrscheinlich sind die Roboter noch dort. Ach, das müssen wir ihn wegschicken, ne? Ja gut, das weiß ich jetzt nicht mehr, wo was ist. Wo wir jetzt am besten Flughafen Boston. Die Burg... Red Rocket Raststätte. Machen wir einfach. Söldner. Mechanische Bedrohung. 2 Errungenschaften freigeschaltet. Goal. Eine neue Bedrohung. Du kannst jetzt... Okay. Geile Sache. Muss ich nochmal umschauen. Okay, wir haben jetzt aktuell hier, wenn es hell ist, dann geht die FPS runter. Wir haben jetzt 36 FPS. Weil sie schnell dreht. Es bleibt aber auch dabei. Ist immer noch absolut ruckelfrei. Aber es sieht auch ultra aus in 4K. Gut, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, genau hier machen wir einen Break. Und ja... Dann geht's die nächsten Tage weiter. Gehen wir davon aus, morgen schon. Gut. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, jetzt habt ihr meinen Namen gesehen. Ja, das ist mein Name. Ne? Warum soll ich da auch ein großes Geheimnis draus machen? Mache ich nur noch mal eine schwarze hier. Na, viele Christian, also viele mit dem Tim-Nachnamen gibt's nicht in Deutschland. Mein Vater hat mal zu mir gesagt, das sind, glaube ich, nur 500 Personen. Die meisten werden ja ohne H geschrieben, also T-I-M-M. Ja, ach. Den Namen, wenn wir jetzt, ich erwähne eigentlich keine anderen YouTuber oder so, aber Montana Black zum Beispiel, der ist ja ziemlich cool, der Magger. Ja, der kennt ja auch, die wissen ja sogar, wo er wohnt, ne? Ach, da habe ich ja was gesehen, hier bei Montana. Ich glaube, die haben in sein Haus eingebrochen. Ja, gut, das ist dann eben der Wermutstropfen, wenn man so ein großer YouTuber ist. Aber dafür kriegt er ja auch ordentlich Cash. So, wie heißt jetzt nicht mein Name, sondern die nächste Mission? Eine neue Bedrohung. Na, Hammer. Das werden wir natürlich machen. Wir können aber da nochmal hin. So viel Zeit muss sein. Und da waren wir ja auch schon. Yep. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Roboter, wie du gesagt, dann müssen wir gleich wieder dahin reisen, wo wir gewesen sind. Weil ich wollte das abschließen, nicht, dass ich das nachher vergessen tue.
haben wir ordentlich Erfahrung bekommen. So, dann werden wir das. So kann man wegstecken, ne? Ja. Ja, machen wir das. Reinigung, das, okay, da steigt man nachher in der Beliebtheit und so. Das hört aber nie auf, ne? Also deswegen kann man vorlaut, glaube ich, auch 1000 Stunden spielen. Diese Aufträge gibt's immer wieder neue. So, da ist er. Kaum zu glauben, dass Supermutanten früher Menschen waren. Wen haben wir denn da? Wie konnte die Wissenschaft nur derart versagen? Der Ort ist hoffentlich gesäubert. Glaube schon. Belohnung nicht? Okay, doch. Erhalte ich dafür eine Belohnung? Vance hat mich ermächtigt, dich zu entschädigen. Musst du noch fragen? Die offensichtliche Antwort ist ja. Also wenn es das mit den dummen Fragen war, dem Commonwealth wird das Ungeziefer so schnell nicht ausgehen. Wenn du auf eine weitere Mission willst, sag es mir. Jederzeit. Machen wir? Wie lautet die Mission? Müll, Mutanten, Ghule beseitigen. Ist für mich das Gleiche. Die warten alle auf ihre Vernichtung. Bereit. Ich bin bereit. Gut. Einzelheiten auf deiner Karte. Meld dich, wenn das Gebiet sauber ist. So, das geht immer weiter. Ach, der Roboter ist bei uns. Ich bin nicht sogar ein bisschen neidisch, geil. Dieser verlorenen Technologie suchen darf. Haben wir einen neuen Begleiter. Was hat der hier für eine Waffe? Mal gucken. Und sieht fast aus wie eine Railgun. So, dann gehen wir natürlich wieder raus. Und reisen noch dahin, wo wir nachher in der nächsten Folge weitermachen. So. Dann wollen wir... Moment. Nee, neue Bedrohung. Das aus. Ich glaube, hier sind wir richtig. Da waren wir noch nicht, ne? Aber hier. Oder? Auch nicht, ne? Kann das sein? Nö. Das wird zu weit. Da müssen wir hier hin. Moment. Ranzoomen. Ne, da waren wir wirklich noch nicht. So. Nun wird die Folge ein bisschen länger. Wie gesagt, ich zeichne ja mit dem Action-Aufzeichnungsprogramm auf von Steam. Und wenn Sale kommt, Herbst-Sale, kann ich euch das sehr empfehlen, wenn ihr YouTuber seid, weil der rendert das Video schon im Hintergrund. Ich spiele jetzt ja hier in 4K und zeichne das Spiel zum ersten Mal, wenn ich in 4K zock, 1080p, 60 Bilder auf. Wollen wir mal sehen, wie das von der Qualität rüberkommt. Das habe ich noch nie gemacht. Entweder habe ich 4K gespielt und auch 4K aufgenommen. Bloß es dauert natürlich sehr lange, bis das in 4K bereitgestellt wird. Das kann manchmal 2 Tage dauern. Oh. Wo ist die Lampe? Bewegt die sich da oben, oder was? Ja. So, es ist natürlich dunkel. Und... gucken, wenn es hier weitergeht. Ja, und da müssen wir dann in der nächsten Folge hin. Dann sind wir mal gespannt. Ich will mal ganz rauszoomen. Lokale, ne? Ach so. Das ist auch krass. Kann man nicht weiter rauszoomen? Das ist die ganze Karte? Ach so. Ja, schon. Ich glaube, die ist noch größer. Auf jeden Fall kommen wir nachher ja irgendwann Fahrhabe heißt, glaube ich, der große DLC. Hm? Guck, meine lieben Freunde, automatisch ist gespeichert, aber ich speichere immer lieber manuell. So. Wunderbar. Wollen wir mal sehen, wie wir hier überhaupt wieder rauskommen. Das weiß ich. Hm.
Ich glaube so, ne? Ja. Hauptmenü. Mit der Original Fallout Musik. Zum Schluss. Ja, meine lieben Freunde. Das war jetzt nach langer, über 3 Jahre habe ich das nicht gespielt. Ja, ich freue mich auf das Spiel wieder auf Fallout. Es gibt ja den neuesten Teil, der ist, glaube ich, Free-to-Play sogar mittlerweile. Aber Fallout 4 ist natürlich, ja, man kann jetzt nicht sagen besser oder schlechter. Auf jeden Fall kann man es ja nicht mehr so richtig miteinander vergleichen. Bei dem anderen neuen Fallout sollte man dann ja die DLCs haben. Denn wird es noch ein Ende umfangreicher und besser. Ja, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß. Ja. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Projekt. Ja, wollen wir sehen, was wir da alles noch zocken. Wie oft ich das zock und oder was ich noch zock, weil ich zock auch verschiedene Spiele. Ja. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Und wünsche euch wie immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.